Ging nicht. Ist okay. Was tut dir weh? Craft Attack 10 mit mir, Basti GHG. Wir werden heute produktiv sein. Wir werden heute Spaß haben. So als ob das halt jetzt... Oh, was? Du willst heute Spaß haben? Ich werde mit euch heute große Sprengung und ich bin verabredet mit Heiko Carscrafter. Wir wollen heute unsere Wither Skeleton Farm bauen, denn wir brauchen Kohleblöcke für unser großes Building. Ich möchte euch ganz kurz was zeigen. Wenn ich so rede, großes Building, was meine ich denn exaktamente? Ich meine unsere Mega-Base, welche eben eine sehr, sehr große Pyramide ist. Das ganze wunderbare Objekt ist auf einer viereckigen Grundfläche. Diese viereckige Grundfläche, da sitzen wir gerade dran und wollen heute noch eine große Sprengung machen, damit wir unter dieser großen Pyramide auch ein bisschen Fläche haben für ein gegebenenfalls Nebelloch. Hier ist mal ein bisschen Black Concrete eingearbeitet worden in den Zwischenräumen. Ich glaube aber, so ein Nebelloch könnte geiler werden. Ja, das wird auf jeden Fall schon ein Grind, das Ding zu bauen. Aber dafür haben wir, und da bin ich euch, also da bin ich halt Dracona Blower so dankbar, weil das hier ist die Grundfläche. Also das hier ist der erste Layer von diesem Ding. Und das ist die Grundfläche, mit der wir uns halt orientieren können, wie wir hier heute, also wie wir halt was bauen. Wir haben auf jeden Fall eine Menge zu tun, aber es ist Craft Tech. Wir sind an Tag 4. Ich will ja jetzt auch nicht morgen fertig sein. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass das am Ende sehr, sehr gut aussehen wird. An die Leute hier auf dem Zweikanal gerade, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Craft Tech 10 Videos mehr zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das gesamte Bauprojekt auch findet. Ich bin immer wieder offen auch für Inspiration oder Verbesserungsvorschläge, wie wir was vielleicht noch machen können. Immer wieder geilo. Ja, wer weiß, das passt doch erstmal. Dann hauen wir hier nochmal ein bisschen was rein. Zack, zack, zack. Weg damit. Und ab nach Hause. Nils Wert, danke dir für deinen 20 Monate Restart. Buffu, danke dir. Buffu, danke dir für deinen Prime Sub. Die Villagers, ich hatte natürlich schon Villager, um das alles zu machen, ja. Aber halt so richtig erbärmlich. Und jetzt mache ich das halt so ein bisschen ordentlicher, weil ich jetzt währenddessen trotzdem noch immer diesen Zeitdruck habe, der so Spaß macht. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Hatte ich bisher schon, aber. Geiles Projekt. Dankeschön. Baust du dann die Uhr noch weiter aus oder was ist dann so dein Plan da? Ja, also eben genau. Das soll halt, das soll halt richtig schön werden, das soll die Mitte sein und ja. Ich hätte ein Villager-Ding, wird's gar nicht gut. Ha! Wir müssen Wo geht's denn hier runter? Wo geht's denn hier runter zu deinen Villagern? Ich denke, hier kannst du mal direkt reinkommen. Nee, kein Villager. Ah, doch, da ist ein Villager. Jungs, was geht ab? Wisst ihr, also ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verfahren oder so. Ich weiß nicht ganz, was hier abgeht. Ey, ich kann hier nicht atmen. Warte mal kurz. Doch, doch, du musst hier mit unten durchkriechen. Veni, du alte Hundelunge. Was geht ab, Alter? Familientreffen. Ja, Veni, willkommen. Was geht ab? Was läuft? Digi hat mir gerade sein Projekt gezeigt. Und? Status GRG, /Status GRG. Hattest du Zeit dafür? Verstehst du? Ja, ich hatte Zeit dafür, ja. Ey, ultra geil. Veni, du hast ein bisschen was verpasst, so ein bisschen. Ja, ich habe mich eingeloggt und stand neben deinem Beacon. Haben wir schon gedacht, dass irgendwas hier nicht so richtig ist. Veni war das letzte Mal halt an der Offline-Aufnahme, so, als wir noch so Villager mit so Booten in Eisenrüstung irgendwie so rübergeholt haben, auf einmal ist alles anders. Was für Eisenrüstung? Ich hatte eine Goldhose und einen Lederhelm. Ja, top. Hast du schon dich bei mir ein bisschen umgeguckt? Ja, ich habe halt den Beacon gesehen und deine Pyramide, glaube ich, so ein bisschen, aber noch nicht von nahem. Oh, kannst du mir auch gerne zeigen. Ja, machen wir sofort. Ich kriege gerade so gerne eine Rundtour ein bisschen so. Die geht mir gerade gezeigt. Basti, guck mal. Ja? Nee. Warum hast du die auch? Naja, im Heidelberg ist auch ein Zumpf. Oh, okay. Wollen wir mal unsere Katzen miteinander paaren lassen? Ich hab mich schon gepaart und ich hab ganz... Was? Nee, du hast einfach ohne mein Einverständnis meine Katze missbraucht? Ich hab Prinz gefragt, ob Prinz Lust hätte, mit Karls Kinder zu machen. Das machst Prinz du, wenn ich noch nicht Karlsruhe auf dem Server bin? Du gehst einfach random zu meinen Katzen und machst einfach... Prinz und Karlsruhe haben's gemacht. Digga, was für... Bro! Das ist das Kind hier, halt. Ich bin so verwirrt gerade. So, ich komm auf den Server und das ist so die erste Diskussion, die ich höre. Komm mal näher, alle beide. Bro, ist das meine Katze geklaut und umbenannt? Nein. Bro, nein. Ja, aber das siehst du ja wohl. Also das sieht man ja wohl an. Bro, ich muss sofort zu meiner Katze. Prinz, geht es gut. Ich bin gleich wieder da. Ich muss hier was überprüfen. Potter Prinz? Oh mein... Prinz! Geh doch weg! Geh doch weg, du musst aufpassen, Alter. Hallo? Alter Heiko, was machst du mit meiner Katze? Warum? Ja, die war einfach auf der Kreissäge. Und du guckst zu? Mann, Stegi war hier einfach drin, hat eine Katzenorgie in meiner Pyramide gehalten. Nein. Doch. Bro, auch auf dem Sofa? Wie, auch auf dem Sofa?
Also, wieso gibt's noch eine andere Story, die ich nicht hören möchte? Ja, aber ey, sick, guck mal, hier wohnt Heiko. Nice. Hi. Ist das krasses hier? Warum werden die Zombies umgeschoben? Eisenfarm. Das ist ASD. Wie würdest du einen random Zombie, du kannst ihm jedem Namen der Welt geben. Du gibst ihm einfach ASD. Ich finde das immer noch Wolfgang. So low. Einfach nur ASD. Bro, jetzt habt ihr keine Zeit, also einfach Speedrun Eisenfarm bauen. Ja? Nee, mach dir nichts raus. Heiko ist schon okay. Alright. Wither-Skelett, Farm, Lagebesprechung. Heiko, erzählen Sie den Plan. Wir gehen in die Festung, die Basti bereits gefunden hat. Ich habe ein Portal vorgebaut. Wir müssen vielleicht die Bedrock-Decke sprengen, damit wir nicht super scuff die ganze Zeit über den Nether hintraveln müssen. Das wäre sehr gut. Wir brauchen also Pistons, TNT, ein paar Trapdoors, einen Hebel, damit wir da runterkommen. Wir brauchen sehr viele Slabs oder Pressure Plates, um zu spawn-proven. Wichtig, Kakteen, Turtle Eggs. Wir brauchen Turtle Eggs. Ich kann Turtle Eggs besorgen und ich kann auch noch mehr Kakteen. Wie viele Kakteen brauchen wir? 12. Oh, okay. Das ich bin Mr. TNT. Ich kann, glaube ich, kein TNT besorgen. Du dann kannst kein TNT besorgen? Ich bin Mr. TNT. Warum nicht? Ich kann kein TNT besorgen. Warum? Habe ich das gesagt? Ich ja. Du musst ganz dringend schlafen gehen, glaube ich. Dann hole ich jetzt die Eier. Ich habe hier Kakteen, aber Redstone habe ich ganz wenig. Ich habe nur 12 Redstone. Also ich glaube, Redstone muss... Das kann ich machen. Okay. Stimmt, Stegi ist Mr. Redstone. Ja, lol. Ich bin Mr. Redstone, ja. Was soll ich mit Redstone machen? Redstone organisieren oder was soll ich machen? Bau dir die Wither-Skeletten-Farm, die ich damals gebaut habe in, was war das, Craft Attack 8, glaube ich? Ich glaube schon, ja. Okay. Nein, es ist ein komplett neues Design, leider. Also 70 TNT hätte ich hier auch noch und Gunpowder habe ich aber auch. Ich habe halt Rücken, Digga. Okay, perfekt. Was bräuchten wir noch, Heiko? Irgendwas, was nervig ist oder irgendwie in Massenblöcke oder irgendwas? Ja, wir brauchen noch voll viele... Teppiche oder Buttons halt, ne? Ja, genau. Irgendwas, Buttons... Slabs, Buttons, irgendwie so. Sag mal, wie viele Buttons? Ich hab vier. Ja, so 3 Infs oder so. Ja, viele Buttons. Also ich habe, glaube ich, 2000 Buttons gebraucht beim Farm. Okay. Alright. Okay. Na gut, dann wir hören uns, Jungs. Ausschwärmen. Okay. Achtet auf die Signale. Ja, machen wir. Oh, perfekt. Oh. Die Jungs kriegen auch mit. Ich bin schon am Machen. Super. Bro, okay, übertreib nicht dein Leben. Jetzt ist es nicht Peter Maffay, ne? Ach, lass mich in Ruhe. Kannst du kurz leise sein? Ey, Bro, alles klar, warte. Wie lange noch? Moin, Jungs! Hallo! Hallo! Hab wen mitgebracht? Basti, sag mal, hast du schon mal was vergessen? Was meinst du? Was macht der hier? Der freut sich aber hier zu sein. Ich überleg, ob ich den vielleicht... Überleg mal schnell, kann ich den irgendwo hier mit reinpacken? Vielleicht so ein... Vielleicht... Nein! Vielleicht mache ich mir doch ein kleines Aquarium. So, ganz schnell. Ich was sie. Sehr gut. Bring ihn mal in den Fluss, erstmal in den Fluss, in den Fluss zwischenlagern. Okay. Schnell, er hat, glaube ich, 5 Minuten kann er ohne atmen. Was, ich wollte mich nur beeilen. Ich wollte nur ganz schnell, dass er wieder ins Wasser kommt. Bro, du hast einfach meinen Delfin gekillt. Ich hab ihn gar nicht, nein. Bro, weißt du, ich bin absoluter Delfin-Fan. Veni hat ihn einfach gekillt. Ich hab ihn nicht gekillt, er ist gesprungen. Ja, ist schon okay. Heiko, was ist denn los? Liegst du flach? Nein, du hast mich gefunden. Ja, ist doch ein super Versteck. Wie hast du mich so schnell gefunden? Wer hat's im Prinz gesagt? Ich hab Steine mitgebracht. Für dich. Juhu. Hast du Eier? Du hast Eier, die sind da schon drin. Na klar. Was denkst du, wie lange brauchen wir noch Stegi? Boah. Oder wollen wir schon nur rüberbringen? Wollen wir ganz kurz, wir können aber, du kannst dir ja vorstellen, so. Ja? Okay, aber wir schleichen, okay? Du weißt, was ich will. Ging nicht. Ist okay. Was tut dir weh? Wie, mir? Das war eine Ente, Bro. Ich bin auf eine Ente getreten. So. Meinst du, wir finden ihn? Ey, habt ihr Stegi gesehen? Ja, hier oben im Haus. Hier in dem Haus? Ja. Gar nicht gut. Nee, ich lieg nicht, keine Sorge. Wirklich? Ja, okay. Ja, ich bin ein ziemlich privater Mensch. Mag das nicht. Okay, das ist perfekt. Also, es geht auch gar nicht so ums Bewusst, also, oder absichtlich, das hätte ich eh nicht gedacht, aber versehentlich, das wäre echt. Hui. Und dann kannst du gerne gucken, was es da so gibt in dem Umkreis. Du wirst merken, sorry, aber es gibt nicht so super krass viel leider. Das ist so ein bisschen, das macht das Video ein bisschen lamer, ist ein bisschen mehr Kaff leider. Und dann kannst du einfach irgendwas anklicken, was du möchtest. Es kann für dich lecker sein. Du kannst es anklicken, wenn du es nicht geil findest. Ich hab Basti gehört. Hä? Ey, Mann, das Haus sieht noch Dogshit aus. Bro, er lässt sich wieder essen bestellen. Du kannst anklicken, was du möchtest. Stegi, wie läuft's mit dem Redstone? Läuft gut. Bist du gerade dabei, Redstone zu holen?
Ich hatte Redstone schon mal erfahren, ich habe TNT geholt. Und warum, also, hast du auf einmal Hunger bekommen? Ja, wir sind jetzt auf dem Weg noch. Ich dachte, es geht ja länger, weißt du? Ja. Aber wo ist denn der? Er ist auf dem Dach, steht der. Ach so. Ey, Mann, ey, bitte kommt nicht hier hin, das sieht doch so scheiße aus. Ja, das wird noch. Also, ich finde, das Haus hinter dir sieht auf jeden Fall nicht besser aus. Das ist auch ihr Haus, oder? Oh. Das ist nicht mein Haus. Das habe ich nicht gebaut. Alright, Stegi, wir warten bei uns an der Pyramide. Wir brauchen dich dann so. Ich bin eh gleich fertig. Ich bin gleich da. Heiko, komm, wir gehen. Basti, ich bin mein eigener Mensch, aber ich komme trotzdem mit. Basti, ich muss dir was zeigen. Ja, zeig mal bitte. Tada! Wow, was ein cooles Haus. Oder warte mal, nein. Ist das etwa eine Slime-Farm? Was? Wow, Heiko, das ist unfassbar. Zeig mal. Juhu! Nee, die hat echt schon viel gemacht. Ja, glaub ich. Hier drin befinden sich lauter Brown Mushroom-Pilze. Diese geben nämlich ein Lichtlevel von 1 ab. Also genauso, dass keine normalen Monster bei Lichtlevel 0 spawnen können. Slimes allerdings schon, weil sie bis zu einem Lichtlevel von Level 7 spawnen. Mhm. Wir gehen dann auf diesen ganz großen Turm nach oben mit einem Radius von 96 Blöcken, sodass nur Mobs innerhalb dieser Farm spawnen können und da dort nur Slimes spawnen können. Wegen Light Level 1 durch die braunen Pilze spawnen dort nur Slimes, werden von dem Eisengolem eingezogen, fallen nach unten. Die Großen sterben am Powder Snow, die Kleinen werden in einen Campfire gespült und sie sterben. Unfassbar stark. Und das für eine ziemlich wichtige Ressource, denn Slimes könnten teilweise echt schwierig zu farmen sein, wenn man sie nämlich nicht nachts farmen kann, weil viele schlafen gehen wollen. Man hat vielleicht keinen Vollmond, wo halt sehr viele spawnen. Heiko, unfassbar coole Farm. Danke. Ja, dann 1300 und 900. Aber du hast auch ein Portal gemacht, ne, Heiko? Also ich würde halt über die Bedrock-Decke da hintraveln einfach und dann halt da aufspringen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen chilliger, oder? Haben wir schon ein Loch in der Decke? Nee, eben nicht. Deswegen, achso, ja, eins, ja, zum Hochkommen. Wo wir jetzt schon, hochkommen, ja. Okay, cool. Dann auf geht's, Jungs. Digga, machen wir Assassin's Creed und wir wissen so... Heiko will zeigen, dass er ein paar Dings gelernt hat. Ist halt wirklich so. Alter... Ich kann doch nichts dafür, dass das hier so scuffed ist. Manhunt ist das gerade, Alter. Bro, ich hab ihn gleich. Scheiße. Oh, du bist runtergefallen. Ich bin näher dran, ich hab ihn gleich. Drei Hunter gegen einen Piglin. Bin dankbar für deinen Strong. Auf der Bedrock-Decke. Boah, war ich noch gar nicht. Einmal bitte mitkommen. Boom. Die Kiste steht ungünstig nah. Das stimmt. Ja, der ist 100%. Ich hab's gesehen. Yeah! Juhu! Wir bauen noch einen, oder? Oh. Sprengung! Ja. Niete. Angriff. Juhu! Oh! Jawoll! Nein! Das ist immer so. Nein! Och, Mann! Ja, okay, bis gleich, Basti. Alright, ich lauf zurück. Ich würde jetzt aufspringen, sodass wir nach unten können, okay? Ja, easy. Dann, ich brauche noch ein bisschen. Okay. Sprengmodus. Ey, look this. Yeah. Im Durchbruch. Let's go. Geil. Nice. Ich gehe zurück zu den Jungs. Ich muss jetzt zu einer Festung, also dort, wo wir auch die Wither-Skelett-Köpfe beim letzten Mal gefarmt haben, die im Source and Valley. Die bauen wir jetzt um zu einer Wither-Skelett-Farm, damit wir noch mehr Köpfe haben für mehr Beacons. Aber ich möchte auch Kohleblöcke haben für mein Building. Dementsprechend, ja. Sieht ein bisschen unbeholfen aus. So, die Lieferung ist da. Bro, Retalk, das hat jetzt echt lange gedauert. Stegi! Yeah! Bist du da? Ja, Essenslieferung. Wir haben, by the way, 6 Köpfe gefarmt, während du weg warst, nebenbei. Oh, brauchen wir gar keine Farm mehr. Alright, Heiko, hau mal raus. Was ist Step 1 unserer Wither Skeleton Farm? Wir sollten uns eine Kreuzung suchen, bei der wir bauen können. Machen wir. Aber gefühlt ist halt der ganze Exposed-Teil der Festung da hinten. So hier unten zum Beispiel. Da wäre richtig sick. Oder hier hinten. Oder wir bauen halt, finde ich, diese eine andere Farm. Aber da müssen wir nochmal gucken. Da weiß ich nicht genau, wie man die baut. Da bauen wir einfach eine Plattform aus Netherbricks innerhalb der Festungs-Bounding-Box. Und dann bauen wir auch. Ich muss dir nochmal eine Frage. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich würde genau die Farm, die wir eigentlich jetzt hier bauen würden, halt dort hinten einfach bauen. Ja, die Bounding-Box muss doch bis da hinten gehen, weil das gehört, also wenn, genau, wenn ich die Bounding-Box richtig verstehe, dann ist das eigentlich ein guter Part, dass wir dort rein verlagern können. Ja, und halt von der Brücke hier drüben auch. Also als würde man, ja, wie du gesagt hast.
Na, dann lass uns das machen. Dann soll ich mich an das eine Ende stellen und wir verbinden die beiden Stücke? Ja. Dann geht die an das andere. Vielleicht geht's da noch weiter. Also guck, da wo ich mich jetzt langbaue, hier wird es noch, so weit wird es noch gehen. Ja, seht. Und das ja, ist schon, das perfekt. Schon Unterschied. Okay. Ja, dann bauen wir von hier drüben jetzt irgendwie. Ich würde jetzt 19 mal 19 von der Ecke, wo Stiege steht. Andere Richtung. Warum nicht hier? Wollen wir nicht hier lieber hier machen? Ach so, ja, ja, nee, das passt, ja. Ja, das ist sogar perfekt. Genau. Next step. Ich glaube, dafür müssen wir. In der Mitte brauchen wir ein Loch. 3x3, da fallen die Wither-Skelette runter später. Außenrum dann die Walls und da irgendwo dann die Kakteen, wenn wir das so machen wollen, ne? Wir haben die ersten zwei Wither-Skelette hier auf unserer Base. Sind die gespawnt? Die sind gespawnt, ja. Das ist ja echt ein cooler Erfolg. Eben, jeden Fall. Alright, Heiko. Jetzt, wenn die richtige Arbeit beginnt, weißt du, das ist das Entscheidende. Da haut er ab wieder, wie immer. Alright, Heiko, wir kriegen das hin. Klar. Gebe mir Anweisungen, ich tue, was du sagst. Wir bauen jetzt Walls außenrum. Alright. Haben wir Glas mitgenommen? Nee, ne? Oh, wir haben Glas mitgenommen. Geil. Heiko, gib uns Instructions. Komm, Heiko, sag uns, was wir tun sollen. Normalerweise würden wir Teppiche brauchen, um das hier alles zu spawnproofen. Aber da wir keine Teppiche haben, können wir vielleicht auch Walls benutzen, wie du selber schon richtig festgestellt hast. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das geht. Eigentlich hätte ich gesagt, so zwei Blöcke Abstand immer eine Wall. Zwei Abstand, klingt gut. Dann kommen da keine Magma-Slimes. Das ist geil. Und Kakteen würden halt jetzt hier unten hinkommen dann. Das mache ich. Da müssen hast wir jetzt, Sand? Da müssen wir irgendwie runterbauen. Weiß nicht, was Sand ist. Nee. Soll ich unten schon mal spawnproofen? Ja, ich glaube, damit können wir anfangen. Ey, wir müssen auch hier, glaube ich, echt viel spawnproofen, ne? Mit Buttons? Ja. Mit Lava, spawnproofen geht nicht, ne? Ich, doch, soll doch klappen, doch, ich glaube schon, ja. Und warum machen wir das nicht? Können wir machen. Leute, ich spüre euch meine Sprachnachricht vor. Hey Basti, danke fürs Grundstück freihalten auf jeden Fall. Ich freue mich schon, meine Unterwasserbase da hinzubauen. Würdenfest oder meine Burg. Ach, Kevin. Ich habe im ersten Video halt wirklich gesagt, dass ich für Kevin auch noch was freigehalten habe, ne? Kurze Frage. Ja. Ist in unserer Nachbarschaft rein theoretisch jeder erwünscht? Nein. Sind Leute erwünscht, die cool sind, aber richtig scheiße bauen? Nein. Oh, ich würde nicht nein sagen. Jawohl. Also schon cool, cool. Okay. Ja, doch schon, oder? Halt richtig scheiße bauen und klauen. Kevin will zu uns. Ja. Wie cool aber, hä? Klar, komm zu uns. Sowieso. Geht viel schneller, wenn du dich hochbaust und dann in alle vier Richtungen drei Blöcke von dir wegbaust und dann Lava platzierst. Ja. Wie mal Pi. Ja, wir haben jetzt ein gutes Team, was super stark mitarbeitet. Bro, ich schwöre, ich beobachte ihn jetzt. Ich beobachte ihn jetzt. Und gucke zu, was er jetzt macht die ganze Zeit. Heiko arbeitet da die ganze Zeit dauerhaft am Brennen. Guck ihn dir an! Ist einfach AFK. Ist einfach AFK. Und gönnt sich gerade einen chilligen Rave. Hast du gesehen, dass Sascha jetzt Dena-Skin sogar hat? Digga. Bist du froh, wenn wir hiermit fertig sind? Ich glaub schon. Ich glaub schon. Also ich weiß nicht, ob wir... Also klasse, wir bekommen alles jetzt dann gleich schon fertig. Ich glaube, wir sollten echt Heiko heute gehen lassen. Wir kriegen es ja auch zu zweit. Also was müssen wir sonst dann noch machen? Was müssen wir dann noch beachten? Es muss so ein Piglin oben auf den Glaspöller. Okay. Aber sonst ist sie, glaube ich, fertig. Also dann echt nur spawnproofen. Also dann einfach dann warten. Ja, also. Und wo steht man dann auf? Dann halt hoffen, dass sie... Ja, du musst sie halt mit Looting töten. Aber unten in der Mitte, da ist so ein Dropschacht und da fallen dann die Skelette runter. Steg, was machen wir denn heute noch so? Machen wir dann wirklich noch wir beide Sprengung? For real? Ist ein Try-Wert, ja klar. I mean, why not, ne? Why not? Aber wie gesagt, ich müsste dann auch nochmal gucken. Wie es geht und so, meinst du? Ja, ja, genau. Ebenso, dass wir da irgendwas Angenehmes finden, was nicht so nervig ist, so, aber... Ja, die Leute sind halt heute wird schon oft gefragt, wann ist Sprengung? Die Leute sind heiß. Da ist einer. Warte. Komm her. Ist er dabei? Nee, der Piglin stört ihn. Nein! Bro, also... Oh. Ich will nicht bei euch in der Farm sein. Wäre halt cooler, wenn es einer mit einem Bogen wäre. Ohne Bogen. Ja, das stimmt. Ja, mit Boot kann schon...
Klappt das bei euch hier oben? Ich hoffe. Bro, wie es hier aussieht, ne? Was wir angestellt haben. Ah, schon sehr extrem. Das ist halt wirklich die hässlichste Farm, die man sich vorstellt. Also dieses Inkonsequente mit in der Mitte Slabs. Und dann merkst du richtig, dieser ja, also Point of viel. No Return. Moment, ganz kurz. Wir machen jetzt was ganz anderes. Lava. Bro, ey, ich baue das Boot ab. Ja, warte schon mal. Auf dem Glas? Hier so stehen, Ryan? Ja, also er muss auf dem Glasblock stehen später. Nee, voll gut. Ja, ist drin. Top. Oh, geil. Alter. Okay. Ich habe einen Nametag, aber der heißt Nametag. Bist du, also ist das okay für dich? Ja, ist okay. Okay, ich stelle mich mal runter. Ja, dann einmal. Ja. Okay, jetzt Action. Jetzt geht's los. Und yeah. Jetzt geht's los mit unserer Wither Skeleton Farm. Ja. Ist einer da? Einer fragt er. Wieso? So viele? Bernd, oh mein Gott, wie viele, Heiko? Ja. Hä? Also ein richtig großes Pack gespawnt gerade. Yeah. Hast du Trapdoor, Stegi? Ja. Yeah. Yeah, ich kann welche machen. Warte. Ich hab. Dann gehe ich hoch. Ja, da oben ist was. Jackpot! Alter, wie viele? Ist einer, ne? Wir sind die falsch. Ja, wir müssen noch links runter, oder nicht? Nee, wir müssen zum Reset-Spot. Wegen was? Ach, gehen wir nach oben. Ja klar, ist sinnvoller, ne? Ja, viel sinnvoller. Degi? Ja? Hast du noch ein bisschen was zu essen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sollte ich noch haben. So, Stegi. Also, jetzt dann ist dann auch noch Dings-Timer. Ja, ich komme gleich rum. Aber ich müsste noch ganz kurz den Chunk-Loader verschieben, weil der geht gerade nicht. Also die ganze Zeit, als wir weg waren, gab es da so Stress gerade anscheinend. Ja, das ist easy. Kannst du mir schon ungefähr sagen, was ich jetzt nur so vorbereiten sollte, könnte, müsste? Ich schaue gerade eben genau nach, welchen wir machen können oder welcher sinnvoll ist und so. Mhm. Und dann kann ich sagen, weil ich sehe jetzt gerade so, da gibt es ein paar, die halt echt so hier, also die sind zu crazy, die sind so zu groß und dann ist es nicht so rentabel oder sinnvoll. Was ist genau dein Aufgabengebiet? Also wie viel müssen wir wegsprengen und wie viele Chunks? Also es wird so eine 100x100 Fläche sein. Okay, ich schau nochmal weiter. Hier, das wird weggeballert, Leute. Den hier müssen wir auch erstmal moven. Wie tief? Wir gucken mal. Also ich möchte das haben auch ein paar Leute auf YouTube geschrieben, fürs Nebelloch auf jeden Fall schon mal ein bisschen Tiefe da lassen. Also ich möchte schon tief machen, damit man rein theoretisch ein Nebelloch da reinmachen kann. Aber unter meiner Pyramide wird ja dann auch, also die Pyramide wird wie so eine Art Dach. Da werde ich ja nicht wirklich drin leben können. Die richtige Megabase wird mehr oder weniger am Untergrund sein. Ich habe jetzt einen gefunden, von dem Heiko gesprochen hatte, der auch sehr krass ist. Dieser besagte 2D-Juper. Der ist wirklich böse. Und ich glaube, auch mit dem könnten wir perfekt abstecken, meine ich. Mhm. Wie und wohin der sprengen soll, vermutlich. Boah, okay. Wir wären dabei 38 Slime-Blöcke, Discord. 9 Glas, 9 Pisten, 8 Stiggy-Pisten. Mhm. Also der Rest ist machbar, ne? 8 Observer, 4 Redstone-Blöcke, 4 Glowstone, 2 Detector-Rails, 2 Walls, 2 tote Korallen-Fan, 2 TNT-Minecarts und Temporary-Blöcke. Ja, ich habe schon mal 27 Slime-Blöcke. Okay, und die Rest müssten wir noch holen oder kannst du die noch craften? Ich glaube, müssten wir holen, aber ich nehme an, dass Heiko bestimmt welche in seinen Kisten hat, oder Leute? Soll ich euch das kurz einblenden? Wollt ihr das sehen, was wir zusammenfarmen müssen? Wollt ihr die Liste sehen? Das sind jetzt die Sachen, die wir zusammenholen müssen. Ich finde das so cool, so kleine Quests. So, ich muss hier stehen bleiben, ne? Oder muss ich nach oben? Yeah. Gut, dann müssen wir jetzt hier ganz kurz warten. Nächste Nacht bitte nicht schlafen. Wir holen uns einen schnellen Win-Up, wie gestern. Dankeschön für die Subs. Digga, Toni ist in der Runde. Toni ist in meiner Public-Runde, wie gut. Es ist einfach Toni in meiner Runde. Toni, nicht konzentriert. Ist in Kanada. Probably Spanien. Spanien mich doch. Ich sag Spanien, ich drück Portugal. Japan. Ey, ich habe wirklich gerade kurz daran gedacht, stell mal vor, ich komme mit Toni in eine Runde. Dass das aber dann auch wirklich passiert, Russland. Mich würde wirklich interessieren, ob sie es gerade weiß. 5. Ist Baltikum Finnland oder Litauen ist Finnland. Nur in Finnland hast du halt 5 Striche. Linksverkehr. Was ist das für ein Auto? Na, Toni, dann ich gönne es dir. Es war Pakistan. Hey, wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hatte nur mein 50. Ich wollte nicht so sein. Da wollte ich nicht so sein. Die Coverage, die war besonders.
Doch, das war Toni, zu 100%. Ich schreibe auf Discord, schnapp sie dir. Ich spiele eine Runde Geogesser, Stegi, ne? Ja, und? Random Battle Royale. Du kannst ja dreimal raten, wer meine Runde gejoint ist. Reef. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Ist sie live oder nicht? Nein, ist sie nicht. Das ist nicht dein Ernst. In eine normale Public-Runde. Wie viel machen da mit? In einer Runde? Maximal 10. Bro, diese... Alter, als aussieht, das ist so krass, wie krass ihr da süchtig nach seid, wie ihr improven wollt, weiß ich nicht, das ist krass. Toni, das checkst du jetzt erst? Ich war die ganze Zeit in der Runde. Ich hab doch den Haken. Ich hab dir Pakistan gegönnt. Ich hab meinen 50 nicht gemacht. Ich hab meinen 50 nicht genommen. Ich hatte noch einen über. Aber Pakistan fand ich eklig. Tunnelblick. Ey, Toni, ich sehe noch. Ich muss hier kurz AFK stehen. Ich sag so, oh mein Gott, Toni spielt gerade. Ich join diese Runde, du joinst diese Battle Royale Runde in letzter Sekunde. Ey, ich muss... Das war zu gut. Aber weiter, Elo hoch. Die Elo darf nicht fallen. Warum kribbelt mir das eigentlich in den Fingern? Ich lass das. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, warte. Ich glaube, ich habe keine Pilze weggemacht. Ich habe keine Pilze weggemacht. Oh mein Gott, ich habe keine Pilze weggemacht. Alles gut, es ist alles saved. Das war nur im Abfluss, das ist nicht schlimm. Aber der Schnee, oh nein! Leuko! Ach nein. Yo, Boss. Detector Rail, das kann alles sein. Wie gesagt, nicht ganz genau, weil ich glaube, eine Detector Rail war mit einer Torch, oder? Rest der Sachen wie die Detector Rail habe ich schon. Ey, sag das doch. Ich habe schon die Detector Rail, ich habe schon die Hopper. Ich glaube, Hopper gab es nicht. 8 Observer. Ich habe Redstone-Blöcke. Redstone-Blöcke, das. Ja, vielleicht das, weiß nicht genau. Ich glaube, das war's, was ich brauche. Okay, warte, dann mache ich noch weiter. Dann 2 Walls. Ja, also richtige Wichtige ist drin, weißt du so? Das passt schon. Ich bin echt gespannt, Stieg. Ob es klappt und alles? Ja. Ich glaube schon, ey. Na gut. Das sieht auf jeden Fall, wenn du in diese Kiste reinguckst, das sieht so verboten aus. Ja, das sieht immer so nach, kurz vor, morgen gibt es so einen Bann und darfst 24 Stunden nicht drauf spielen. Mhm. Stegi, lasset uns die Sprengung beginnen. Okay. Aber nicht hier, bitte. Wir bauen hoch, bitte Connect Block. Wir bauen bis 85 hoch. Boah, ich habe jetzt irgendwie Angst, das ist irgendwie so Friseurbesuch und ich vertraue dem Friseur nicht. Soll ich mich lieber noch mit Wasser hier irgendwie noch ein bisschen mehr saven? Soll ich hochkommen zu dir? Wir machen es so, du hast sogar recht. Wir gehen sogar weiter sogar noch ran. Das geht locker. Bro, wenn das hier wegballert, ne? Das kann nicht passieren, meinst du? Stege, warum antwortest du nicht? Das kann nicht passieren, nee. Wie soll das denn kaputt gehen? Sagst du mir, wie soll das kaputt gehen? Eben. Du brauchst echt doch keine Angst haben, oder? Hab ich nicht. Ich mach mal ganz kurz meine Sachen rein, die ich dabei habe. Ich waterlock mal kurz. Warum das denn? Ach, einfach nur so. Gut, Stegi. Meine Kisten sind jetzt gesichert. Ja, langweilig. Was soll ich jetzt machen? Ey, du kannst diesen Dirt-Pfeiler kannst du ersetzen mit irgendeinem anderen Blockart, glaube ich. Aber nicht die Fläche, oder? Nee, die Fläche nicht. Nee. Es geht nur um diesen Höller. Das ist oft, ne? Ja. Pöller. Aber das passt auch so. Wie ein anderes Wort für Pöller hast du eins? Ich weiß gar nicht. Pfeiler. Oh mein Gott, Bro, was hast du jetzt hier schon gemacht? Es wird hier ganz, ganz, ganz böse werden. Bro, der fliegt jetzt aber nicht in die falsche Richtung oder so los, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, das ist die einzige Sache, bei der ich mir noch nicht ganz sicher bin. Wirklich jetzt nicht. Jetzt for real? Ja, wir warten es ab. Ist ja egal, in welche Richtung er fliegt, macht er erstmal nicht bei dir was kaputt, weil diagonal fliegen kann er nicht. Wir müssen jetzt unsere Target-Block-Koordinaten aufschreiben. Schreibe bitte nieder 991, Porsche 991, also 991 88471. Bro, was sind das jetzt für Zahlen? Das ist die Koordinate. Ja, genau. 991, 88 und 471. Ja. Und der andere ist relevant, 991, 88, 466. Wir machen jetzt hier so ein bisschen Angst, vor dem Observer genau zu bauen. Warte, ich komme ein bisschen wieder um. Also okay, wir bauen von hier bis jetzt hier ganz nach hinten und müssen dann, glaube ich, den Weg wieder abbauen, sodass wir halt nur die Placing, also den richtigen Ort haben. Oder aber wir schaffen es, uns zu errechnen und bauen da hinten einfach so einen Pfeiler hoch, glaube ich. Ich würde lieber bridgen. Ja. Oder was ist sicherer? Bridgen, aber das ist halt langweilig und dauert länger. Wo muss er denn aufkommen? Da hinten halt einfach irgendwann. Ah, so. Der fliegt so lang. Ja, der fliegt erstmal so lang. Ja, Bro, der fliegt doch über die Kisten. Sag doch einem.
Achso, die müssen noch weg. Ja, aber das hätte ich dir eh noch gesagt dann. Die zweite Umdrehstation fehlt. Stegi. Ja? Weißt du, wo ich bin? Wo bist du? Hier. Ich habe ganz dolle Bauchschmerzen. Willst du dich verabschieden von irgendjemandem, irgendwas, irgendeiner Base oder irgendeiner Katze? Was? Was für Katze auf einmal? Weiß man ja nicht. Bro, du kannst, also das Ding kann ja niemals. Nein, das geht doch wirklich nicht. Wollen wir hier stehen? Soll ich nicht lieber anders stehen? Nee, wir machen hier die Maschine an. Und was ist mit der zweiten Umdrehstation? Basti, darum kümmern wir uns darum, wenn das Ding fliegt. Wie meinst du? Kümmern uns da schon auch drum. Der zweite Stopp, was ist mit dem zweiten Stopp? Was meint der Chat damit? Wir fangen jetzt schnell an, Freunde. Was meint der? Drei, lasset die Sprengung beginnen in 3, 2, 3, 2, 1. Bro, das fühlt sich gar nicht gut an. Es ist wunderschön. Okay, aber... Es ist wunderschön. Oh, gut, dass du das Wort gelockt hast, jetzt schon mal. Digga! Es... Was? Ja, okay, ist doch gut, ist doch solide. Ich bin Sprengmeister seit vielen Jahren. Im Familienbetrieb war das. Wir haben angefangen mit Knallerbsen, was? Guck dir das an! Guck dir das doch an! Und jetzt wird's interessant. Wenn ihr da hinten ankommt, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß es nicht. Wie? Wir gucken einfach. Ich hoffe, er dreht sich jetzt. Es... Jawohl! Ja, war geil, oder? Wenn er jetzt gleich wieder dahin, dann dreht er wieder um, ja? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Langsam aber sicher baut er hier Reihe für Reihe. Das dauert halt lange, ne? Ja klar, der muss arbeiten. Das ist massiv, was wir da unten haben. Aber sehr gut, Stegi. Wunderbar ist das. Funktioniert, zweite Wendung. Es ist perfekt. Hier ist das mal die zweite Wendung. Eben, wie du sagtest. Boah. Stegi, danke, dass du mir Bescheid sagst. Ja, du hast doch Zeit. Ja, so langsam. Ja, noch ein Stück. Traum. Ja, geil. Und jetzt dockt er wieder an. Zack. Kann ich dich kurz mit der Maschine allein lassen? Ja, ich nehme hier die Fernsteuerung in die Hand. Ich versuche ihn gerade zu fliegen die ganze Zeit. Okay, man muss es aber über echt mehrere Linien dann starten. Aber das Setup immer wieder zu bauen, wird ja nicht so schwer sein, oder? Man muss nicht mehrere Linien starten. Dann hast du nur nicht bemerkt, was der macht, oder? Du kannst ihn jetzt einfach nach rechts steuern, meinst du? Das macht der automatisch. Der lässt sich Zeit, aber der geht immer eins weiter nach rechts. For real? For real. Das wird lange dauern, aber der wird jetzt so lange das machen, bis er ganz da hinten ist. Nichts neu bauen. Okay, wann wird er aber dann da gestoppt? Das ist ja das, was ich meinte. Das ist halt so. Warte. Momentan wird er theoretisch noch nicht dort gestoppt. Deswegen sag ich auch, dann lass ich dich einfach alleine damit. Da fliegt er bis zu early hinter. Wollen wir mal von unten zuschauen? Ich glaube, wir können uns mittlerweile runter einstellen. Ja, können wir machen. Yo. Du kannst dich halt echt Sachen sogar farmen jetzt. Ne? Du kannst dich einfach rumlaufen. Real Talk, du könntest jetzt doch ab und zu Sachen mitnehmen, ja. Bro, das ist so eine stabile Höhe. Und das ist so angsteinflößend. Guck mal hier runter kurz. Hier hochgucken. Ist das so schlimm irgendwie? Das gibt mir so Challenge-Vibes eher. Ja, stimmt. Das ist jetzt hier Höhe minus 2, by the way. Also das. Aber ich finde das hier generell, also diese Art von Höhe, ne, das ist so ein krasser Mehrwert. Wenn ich mal jemand fragt, was so das coolste Update war, eigentlich können wir sogar fast sagen, sowas, weil, wenn man sich überlegt, sowas gab's früher gar nicht. Gab's nicht. Wenn halt sehr selten, du musst überlegen, so tief war die Welt gar nicht. Da, wo wir jetzt stehen, war Ende. Ja. Generell halt die Biome auch. Also diese wirklich bergigen Landschaften, das ist einfach nur schön zu sehen. Yo, Basti. Yo. Moin. Besuch mitgenommen. Moin. Es gab Interessenten für diese... Also. Ja, wir sind gleich durch. Guck mal, und die haben wir ganz rechts, haben wir die angemacht. Die ist automatisch jetzt eben bis nach komplett hier links geflogen. Es dauert, und aber trotzdem. Darf ich mal fragen, woher weiß die Maschine, dass sie hier stoppen muss? Da musst du dich hochbauen und du musst dich dann an diesem Connector hier oben, musst einfach nur einen Redstone-Block dran machen. Also ich könnte die jetzt zum Beispiel schon pausieren. Ah, also du machst jetzt da oben dann an einer bestimmten Stelle einen Redstone-Block hin und dann, wenn sie zurückkommt, stoppt das. Genau, richtig. Weil dann fliegt sie nicht mehr los. Alter, wie und auf der anderen Seite ist halt auch eine Undock-Station. Wie lange habt ihr für das gebraucht, hier das auszuheben? Wann haben wir denn angefangen? Weiß nicht, vor Stunde? Ja, Stunde. Echt? Und wie groß ist das Feld ungefähr hier? So 100 mal 100.
Und das kannst du so groß machen, wie du möchtest, glaube ich. Ja, das ist perfekt. Wir müssen halt 250 auf 250 ausheben. Ja, ja, Max. Und dann 24 Stunden Stream. Ja, das geht, glaube ich, ja auch. Aber das ist ja so perfekt. Das ist es. Jetzt guck mal die Mechanik oben. Schau mal. So, jetzt. Achtung. Ach, wie krass. Also das du musst nicht mehrere bauen, sondern die fährt dann immer wieder eine weitere Kurve. Ja, genau. Wir machen gar nichts. So. Wir gucken einfach nur zu, das Ding wird immer eins weiter nach hinten verschoben. Und auch die Andockstation hinten wird eins weiter verschoben. Ja, wir sind bald durch, Alter. Das ist voll krass. Es sind unten echt viele Slimes gespawnt. Ja, und dann kannst du halt echt einfach runtergehen und quasi das, was du oben fliegen hast, aber wieder rausholen. Und dann könnte man es wirklich immer weiter fliegen lassen. Das immer weiter fliegen, okay. Ja, guck mal, mittlerweile ist es halt schon kranke Fläche. Oh, Digga, sag. Oh nein. Nein. Was ist passiert? Was ist passiert? Ist er da sein Stuff verloren? Wo ist er rein? Was ist passiert? Bro, bitte nicht. Bitte nicht sein Stuff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, was machst du? Ich war so brain AFK. Weißt du, wo ich gestorben bin? Steh, ich hab alles. Es liegt hier Bro. Alles? Ja. Oh, Jesus Christ. Bro, Stegi, Alter, ich hab alles in der Inner Chest. Die kann jetzt ruhig weggesprengt werden. Ich hab deine Rüstung, ich hab alles. Ich glaube, ich habe alles, Stegi. Das wäre weg gewesen, ne? Oh, Gott. Bro, ich war so brain up. Ich bin da so rumgelaufen. War da noch was? Moment, war da noch was? Nee, ne? Das war alles. Das muss alles. Ich hoffe, dass das alles war. Digga, du hast alles gerettet, was ich besessen habe. Bro, das lag einfach auf der Kante, wohin der TNT drüber fliegt, ne? Ja, ja, ich weiß. Genau, da war ich. Und ich dachte, ich bin sogar brain AFK. Ja, das Ding fliegt schnell und so. Ich bin so hinterhergerannt. Ich war voll drin und gedacht, shit, wie komme ich jetzt hier weg? Bro, ich bin einmal unten, weil ich die Blöcke kratzen wollte. Alter, aber, oh Gott. Bro, ich dachte, dass du alles verloren hast. Ey, das wäre... Oh, das wäre wirklich... Ich sehe nur diese Chat-Nachricht, ne? Oh, in meiner Ender-Chest ist nicht alles, was ich hatte. Bro, wie soll ich in deine Ender-Chest... Das war ja der Gag. Nimm das jetzt bitte. Oh, fühlt sich das gut an. Hier, noch dein Müll. Oh, ich hab deine Schaufel, glaube ich, auch bekommen. Oh ja, warte. Steh, ich würde ihn jetzt anhalten eigentlich. Okay. Dann lass mal noch einmal zurückfahren. Jetzt dann. Bro, willst du einen zweiten Redstone-Block? Nee, passt. Und... Einmal andocken. Hättest du noch einen Slime-Block dabei? Ja. Okay, da bräuchte ich auch noch einen. Ja. Dankeschön. Bro, gut eingeparkt. Wirklich gut, also wirklich, das hat sich wie eine Parkung angefühlt, oder? Aber kannst du es irgendwie auch absperren, dass damit auf gar keinen Fall noch was passieren kann? Nee, das geht leider nicht. Das macht wir könnten nicht. Halt hier den Steg hier wegmachen, dann würde niemand drauf kommen, dass es... Aber ich glaube, wobei, jetzt kann er nicht funktionsfähig, glaube ich, wäre es sogar. Eine sehr, sehr gute Sprengung. 2 Stunden haben wir, glaube ich, doch gemacht. Wirklich? Also ich hätte gedacht, das dauert auch sogar länger. Also ich finde, wir sind gut durchgekommen durch die Sprengung. For real, ne? Keine Verzögerung, paar Wassersachen, paar so, aber das ist voll in Ordnung. Voll angenehm, ja. Mit dem Kollegen müssen wir noch was machen. Den wollte ich ja zum Labarian machen, weil ich will mit dem eigentlich Nametags traden können. Beziehungsweise ist es, glaube ich, auch ganz cool, einen Librarian eventuell hier zu stehen zu haben oder meint ihr im Schlafzimmer vielleicht? Nee, eher hier. Oh, geil. Geil. Ich glaube, so ein Librarian in der Base Storm ist generell immer ganz cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Brauen mal Glas brauche oder so, hast du einfach direkt hier. Oh mein Gott. Der könnte für Stegi interessant sein, aber Stegi meinte immer, dass er es nicht über Dings machen möchte. Aber eigentlich habe ich das jetzt für den gemacht. 3 Paper plus 1 Leather, 1 Emerald jetzt. Viel besser als Stage 1. True that. Sag mal einen Buchstaben. S. Ein Land mit S. Schweden. Hast du noch ein anderes Land mit S? Ja, klar. Sri Lanka. Ist noch ein anderes Land mit S? Ja, klar. Singapur. Vilnius finde ich eigentlich gut, ja. Ist richtig geschrieben, ja. Vilnius X. Boah, Stegi, ich glaube, ich mache Feierabend für heute. Oh, Schicht im Schacht, sagst du? Ich glaube, ich mache Schicht im Schacht. Aber heute auch wieder ein langer, produktiver Tag gewesen. Heute war, wirklich? Fand ich, sehr produktiv durch das Loch, obvious. Fand. Aber allein schon auch Nether und so, ne? Ja, die Farm hat sich erst nicht so ultra produktiv angeführt, aber jetzt mit dem Endergebnis geil. Ja, finde ich auch. Stegi, dann wünsche ich dir noch eine super Schicht, Alter. Ey, dankeschön. Stegi, ich sag dir ehrlich, das macht so viel Spaß momentan. Ich lieb's. Ich finde, das war das, wollte ich vorhin kurz ansprechen, eben, als ich so gesagt habe, ey, dieses Crafting-Projekt. Weiß nicht, es ist irgendwie, es macht so Spaß einfach, ne? Ja. So, man zockt halt einfach und irgendwie ist es so wirklich so unvorstellbar, dass es echt so Leute cool finden einfach. Und so, wie du denkst, so, ja, wir haben einfach Spaß dran.
Ich könnte das mein Leben lang machen. Naja, Stegi. Dann sage ich eine gute Nacht an dich. Mach nicht so lange. Schlaf auch schön. Und, ja, werde ich machen. Dann hören wir uns morgen. Wir werden uns morgen hören, genau. Mach es gut. Ey, gute Nacht. Ciao. Das war aber sehr, sehr geilo.